In diesem Trailer möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick über meine Filmprojekte und Dokumentationen seit 2011 sowie die oft dazugehörigen Bücher geben. Mühlhausen hat eine interessante Geschichte, viele historische Gebäude und einige bekannte und für die Stadt wichtige Persönlichkeiten lebten in den Mühlhäuser Mauern. Aber auch das einfache Mühlhausen mit seinen verwinkelten Gassen, den Plätzen und Straßen findet sich in den Dokumentationen wieder. Beginnen wir mit der Geschichte der Mühlhäuser Straßenbahn, die von 1898 bis 1969 durch unsere Stadt fuhr. Wichtig, aber fast vergessen sind die ehemaligen Mühlen der Stadt. Die Mühlhäuser Wehranlagen mit dem Landgraben und den Stadtmauern folgen. Weiter geht der Reigen mit den Mühlhäuser Bachläufen, Straßenbächen und Brunnen sowie der Breitsülze. Die Dokumentationsreihe mit Abrissbirne, Bagger und Baugerüst unterwegs in Mühlhausen stellt einige seit 1990 abgerissene oder umgebaute Häuser, Straßen, Plätze und Gaststätten vor. Außerdem geht sie, wie auch die dazugehörigen Bücher, auf die Industriegeschichte der Stadt ein. Um die Krankenhausgeschichte der Stadt geht es in Dokumentation und Buch Hospitäler und Krankenhäuser in Mühlhausen in Thüringen. Mühlhäuser Erinnerungen mit Bildern des Mühlhäuser Fotografen Günter Kaufhold zeigt die gleichnamige Dokumentation sowie das Buch. Um die Tankstellen der Stadt und der Umgebung geht es in dem Buch Mühlhäuser Tankstellengeschichten. Dazu gibt es auf der DVD ein Bonusfilm Straßenbahn und Stadtverkehr in Mühlhausen in Thüringen. Die DVD Mühlhäuser Zeitreisen entführt Sie mit laufenden Bildern in die Jahre 1978, 1989, 1990 und 1992. Mein Mühlhausen, die Städte vor der Stadt, stellt die 5 ehemaligen Vorstädte vor. Als Mühlhäuser Fotoalbum, die Vorstädte 1 bis 5, sind diese DVDs in Buchform erschienen. Zum Teil 1 der Fotoalben, in der es um die Innenstadt Mühlhausens geht, ist die Filmvariante derzeit in Arbeit. Zu den beiden Büchern Interessantes aus Mühlhausen und Wenn Bäche erzählen, ist kein Film geplant. Mit den nächsten Dokumentationen und Büchern entfernen wir uns ein wenig vom Mühlhäuser Stadtgebiet. MEE steht für Mühlhausen Ebelebener Eisenbahn, erzählt die Geschichte vom legendären Stotheim-Express und nimmt sie mit auf seine letzte Fahrt. Wer kennt den Rennstieg? Nein, nicht Rennsteig, Rennstieg. Buch und Film beschreiben die Sehenswürdigkeiten entlang des alten Eilbotenweges zwischen Bering und Eigenrieden. Nicht weit von Mühlhausen entfernt liegt die Vogtei. Buch und Dokumentation erzählen die Geschichte der drei Vogteidörfer, beschreiben das altgermanische Opfermoor und den Mittelpunkt des wiedervereinigten Deutschlands. Heute gehört die Wasserburg in Seebach zum Mühlhäuser Stadtgebiet. Als die beiden Filme über die älteste Vogelschutzwarte Deutschlands entstanden, war Seebach noch ein selbstständiger Ort im Gemeindeverband Weinbergen. Etwas weiter weg von Mühlhausen zog es mich bei der zweiteiligen Dokumentation über die 23. Hanseziel 2013 in Rostock. Unsere Seefahrt, die war lustig, beschreibt als Buch und Dokumentation die Erlebnisse auf einer Westeuropa-Kreuzfahrt in Vor-Corona-Zeiten. Weitere Kurzfilme, zum Beispiel über die Mühlhäuser Reklame- und Werbewelt, die Geschichte des AWE in Eisenach oder die Mühlhäuser Stadtkirmes, sind in den letzten Jahren erschienen und können auf YouTube oder als Bonusmaterial auf einigen DVDs angesehen werden. Bemerkt sei noch, dass auch öffentliche Filmvorführungen stattfinden, die im Allgemeinen eintrittsfrei sind. Termine sind dem Veranstaltungskalender von Stadt und Facebook, der Tagespresse und den Aushängen zu entnehmen. Auch stehe ich gerne für Schulen, Vereine, Brigaden oder Altenheime, zum Beispiel in den Tagespflegeeinrichtungen, mit meinen Dokumentationen zur Verfügung. Anfragen richten Sie bitte telefonisch oder per E-Mail an die eingeblendete Festnetznummer oder E-Mail-Adresse. Zum Abschluss dieses Werbeblocks sind meine Kontaktdaten eingeblendet. Einige DVDs sind im DDR-Laden Köstlich am Mühlhäuser Untersteinweg oder bei der Mühlhausen-Information in der Radstraße erhältlich. Interessieren Sie sich für ein Buch, so fragen Sie einfach im örtlichen Buchhandel nach oder bestellen Ihr gewünschtes Buch im Internet.